Bruce Springsteen. Wegen Alkohol am Steuer festgenommen. Ihm steht Prozess ins Haus. Bruce Springsteen, S.A., ist wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und wegen rücksichtslosen Fahrens vorübergehend verhaftet. Der 71-Jährige soll bereits am 14. November in New Jersey verhaftet worden sein. Wie ein Sprecher des Nationalparks Service laut New York Post seiner ihm vorgeworfenen Vergehen, Fahren unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol, rücksichtsloses Fahren und Alkoholkonsum in ein WTMZ berichtet, hat Springsteen deswegen einen Termin vor Gericht in den nächsten Wochen. Demnach soll es auch seine erste Festnahme sein. Der Zeitpunkt für eine solche ist besonders ungünstig. Springsteen hatte sich für den US Super Bowl gerade erst für einen zweiminütigen Werbespot mit dem Automobilhersteller Jeep zusammengetan, mit dem er einen patriotischen Aufruf an alle Amerikaner geliefert hatte, in dem es um Hoffnung und Zusammenhalt ging. Es war der erste Spot, den Springsteen jemals gedreht hat.